Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar zum Hotel Renovator. Da sind wir wieder in unserem Le Bruch Baudet. Wir suchen immer noch die Geldbörse, die ich irgendwie immer noch nicht gefunden habe. Und in der letzten Folge haben wir das letzte Zimmer im ersten Obergeschoss ready gemacht, sodass wir heute starten können mit dem zweiten Obergeschoss. Ne? Logisch, ne? Nach 1 kommt 2. Einfach eine ganz logische Schlussfolgerung. Und ich finde einfach hier dieses Ding nicht. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Wo ist denn diese Geldbörse? Johanna! Wo ist denn die Geldbörse hin? Ich finde die echt nicht. Ich finde sie echt nicht. Mal ein bisschen mehr auf den Boden gucken vielleicht. Irgendwo wird er sie verloren haben, aber... Haben wir sie gefunden? Lol. Oder was ein Bug? Egal. So, wir gehen in die zweite Etage, beziehungsweise gehen nochmal kurz in die erste. Einmal durchsaugen. Und wir kriegen 4.500 Euro pro Tag, ne, aktuell. Und werden jetzt hier erstmal die ganzen Zimmer noch einmal reinigen. Hier ist alles sauber. Tipptopp. Zimmer 104. Auch sauber. Oh, das ist noch Geld. Money, money, money. Makes me funny. Da, 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 da. So. Weiter geht's. Boah, das müssen wir echt mal upgraden hier, ne? Da kriegen wir auch noch mehr Geld. So, hier ist die Lobby. Da gucken wir hier auch nochmal. Das ist auch noch alles sauber. Das haben wir beim letzten Mal gemacht. Also ich finde es echt schick. Und das beim vorletzten Mal, glaube ich, hier. Die Neon-Dinger, die können wir eigentlich wegmachen, aber naja, gut. Es passt schon soweit. Dann gehen wir mal hoch in die zweite. So, Herrenoberbekleidung, zweite OG. Und dann schauen wir mal weiter, ne? Und es ist wieder grauenvoll hier, ne? Das werden wir gleich sehen. Aber ich verstehe nicht, warum man so lange braucht. Bis in die zweite. Ah, da sind wir doch. Guck mal hier. Ach, du Heiland, Leute. Auch hier die Business Suite, ne? Und für Celine und so weiter müssen wir den Spaß auch noch fertig machen. Ja, zweiter Obergeschoss, Leute. Jede Menge zu tun, ne? Es wird nicht besser. Ja, würde ich sagen. Vorschlag haben wir raus. Attacke, ne? Boden raus. Hier ist zum Glück noch niemand auf der Etage, deswegen ist es dann nicht allzu schlimm. Wägelchen weg. Mann, Mann, Mann. Und eine Tür ist noch verschlossen. Ich weiß nicht, wie ich die aufkriege. Vielleicht kommt das erst im Laufe der Story. Das kann natürlich auch sein. Aber, werden wir mal sehen. Dieser hässliche Teppich hier, ne? Dieser hässliche Teppich. Die Spinnenweben kriegen wir jetzt auch mal. Jetzt haben wir weg. Okay. Wird dann wahrscheinlich gepatcht. So, da oben auch wieder alles weg hier. Der alte, bratzige Teppich hier. So, komm, mach weg. Jupp. Guck mal, schöner Blick hier auf die Stadt, ne? Also Panorama jetzt hier im zweiten ist auf jeden Fall sehr schick. So. Tipptopp. Sehr schön. Da werden wir auch nochmal eine schöne Lobby machen, einen schönen Aufenthaltsraum. Und da werden wir dann auch hochwertige Möbel verwenden, ne? So. An den Fahrstuhlbereich würde ich schon mit dem Holz so belassen, wie wir es unten auch haben. Weil ich schon denke, dass das Sinn macht, das einheitlich zu machen. So, hau den Lukas hier. Na komm. Mach es weg hier. Mach es einfach weg. So, Zimmer 203. Die Ecke hier noch. 201, 2 und 4 müssen wir halt fertig machen. Ich glaube, das war die Zutür, ne? Ja. Da ist wahrscheinlich irgendwas im Argen. Brauchen wahrscheinlich wieder irgendein Skill oder so. Aber ich muss sagen, das Spiel macht immer noch Spaß, ne? Also wir sind immer noch hier gut dabei. Und wir haben immer noch reichlich zu tun, ne?
Vielleicht nehmen wir auch mal irgendwann mal wieder so ein Sonderevent mit. So, erstmal alles kaputt hier. So. Da oben auch noch. Da auch. Und da müssen wir nochmal auf die andere Seite, ne? Hier die ganzen Lampen hier nochmal wegmachen. Wobei, die hätten wir eigentlich lassen können. Machen wir neue hin, ne? Ein bisschen was Moderneres. Dann gleich einmal durchsaugen hier. Jetzt kommt noch die andere Seite. So. Zack, zack. Ah, ja, auch weg. Die Ecke weg. Guck, was ich da mache an den Ecken hier. Weil man hat ja relativ viel Spielraum, ne? Was gewisse Sachen angeht. Ah, guck, wir kriegen direkt das Geld dafür mittlerweile, wenn wir Sachen zerstören. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal freigeschaltet. So, fast alles zerstört hier. Gleich einmal durchsaugen. Einmal wischen und dann... Oh, wir haben sogar Fenster. Wer hängt denn das Fenster zu? Ich bitte euch. Wer macht denn so einen Spaß hier? Juti, dann auch hier die Lampen weg. Und dann gleich einmal durchsaugen und dann geht's wieder los, ne? Boah, manchmal hat er echt übelste Ruckler hier im Game, ne? Also in manchen Situationen hier schwierig. Da kommt mir das nur manchmal so vor. So, die Spinnweben müssen wir gleich wieder wegmachen mit den Brecheisen. Da war auch noch ein Mülleimer, da ist auch noch ein bisschen Müll. Aber das kriegen wir alles hin, ne? Schön, schön. So, gesaugt haben wir überall. Ich nehme das Brecheisen. Ja, toll. Können wir gleich nochmal was machen. Da auch. Spinnweben weg. Wo war denn noch Spinnweben? Hier ist noch ein alter Mülleimer. Hier war noch irgendwo noch... Ach, guck mal, altes Telefon. Weg. Auch weg. Hier war doch irgendwo noch was. Noch ein Spinnweben oder so. Habe ich doch gerade gesehen. Manchmal sieht man die halt sehr schlecht, ne? Nö, ist nicht so. Looks like somebody is having a party in one of our rooms and they're being far too loud. Several guests complained already. Ja. In welchem Zimmer? In Zimmer 106. Was ist denn hier los? Null. So, gehen wir mal in 106. Schon wieder Stress hier, ne? Einfach alle rauswerfen, würde ich sagen. Brauchen wir da 3 Stunden, bis wir eine Etage runterfahren. Aber ja, ist halt so, ne? Wo wandert? Try again harder. So, Schluss hier. Ist niemand da, weißt du, aber Party. Sehr gut. Dann gehen wir wieder hoch. That's much better. Natürlich. Tag 125 haben wir schon. Oha. Das ist schon recht, recht krass, ne? Noch, die Fahrt dauert so ewig hier. Dankeschön. So, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal wieder Wandverkleidung, beziehungsweise wir machen mal wieder die Decke komplett, nee. Weiß. So, die Dinger mache ich auch wieder weiß.
Fensterrahmen hier? Das will ich irgendwie schon einheitlich haben. Malert der da komplett hier? Sieht zumindest so aus, okay. Dann malert der hier wahrscheinlich auch komplett, ne? So, das auch, das auch. Da warten wir mal kurz, bis alles fertig ist. Aber da ist er noch dran, ne? Schön, schön. Ach, warte mal, das können wir eigentlich auch noch neu machen. Sekunde. Habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch nicht gemacht. Oder habe ich das angepasst? Können wir gleich nochmal saugen. Das machen wir auch wieder weiß, ne? Schön, schön. Zack und zack. Dann einmal nochmal durchsaugen hier. Super. So, dann brauchen wir wieder Holzverkleidung hier für die Dinger. Das hat man ja in den anderen Stockwerken auch gemacht, ne? Tiefelung. Oh, guck mal, das ist ja geil. Das sieht ja mal cool aus. Hat was irgendwie, ne? Ach komm, das machen wir mal ein bisschen anders. Das wäre dann eine komplette Wand, ne? Das will ich ja auch nicht. Sehr schön. Gut, dann haben wir das auch. Das ist Wandverkleidung. Was haben wir denn da? Ah, hier, diese Steinmauern mäßig, ne? Warte mal, das machen wir mal komplett anders. Können wir das nicht mit so einem helleren Ton machen? Das ist echt das Hellste, das ist aber echt schade. Polierter Stein. Warum eigentlich nicht hier in der Vertäfelung? Machen wir das doch einmal komplett hier mit dieser Holzvertäfelung. Einfach mal was anderes. Zumindest hier in dem Bereich. Hier. Und da. Dann machen wir das hier in den Zwischengängen. Machen wir das auch. Und dann lassen wir uns noch was anderes einfallen. Ist noch gar nichts gemalert. Warum? Haben wir das vergessen? Anscheinend. Da auch. Eigentlich macht er das doch komplett. So, dann haben wir das hier, hier, hier. Dann machen wir das hier auch noch. Und das lassen wir weiß oder haben wir es auch vertieft? Nee, das lassen wir weiß. Wobei. Nee. Nein. Oh. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Hat irgendwas, ne? Mit den Farben ist mal ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Ich finde es jetzt schick.
Ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache, aber... Ja, jetzt brauchen wir noch einen schicken Boden. Was sind wir denn da? Holzfußböden? Oder was anderes? Teppich? Andere. Was haben wir noch für andere? So Gras. Oder einen schönen Teppich. Schön edlen Teppich. Nee. Nein, nein. Sowas hier, oder? Machen wir sowas. Ja, doch, komm. Das machen wir jetzt. Bisschen Mut zur Farbe und so, ne? Finde ich jetzt nicht so verkehrt. So, jetzt wird der hier auch noch gelegt, hoffe ich mal. Jo. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da haben wir noch Spinnweben. Hatte ich doch recht, ne? So. Hier ist noch eine Lampe. Da ist auch noch ein Spinnweben. So, hier auch. Da sieht man die zumindest mal, ne? Schön, guck mal. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und wir haben wieder ein Ei, weil wir das fertig gemacht haben, wie immer, ne? Kennt ihr ja. 12.000. Schon recht ordentlich, ne? Fahrstuhlreparatur, auch nö. Hey, we have a problem. Our elevator is jammed. What do we do? Na, direkt abschließen alles, ne? Müssen wir echt hier überall gucken in den Ecken, ne? Der Elevator. Ah, selbst reparieren. Fertig. Oh nein! Ah, so. Dann müssen wir hier noch einmal saugen. So, da sind auch noch Spinnweben. Die müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. Ja, Leute, da würde ich sagen, soll es das für heute erstmal gewesen sein. In der nächsten Folge richten wir den ganzen Spaß hier ein. Wir haben noch einige Räume auch noch fertig zu machen. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag. Ja, und sage mal, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.